Ja, voll. Was haben wir denn da? Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich sage euch eins. In den nächsten Wochen, Monaten weht hier ein anderer Wind, Freunde. Ja? Schaut mal hier. Körpergewicht heute. Ich hoffe, man sieht das. Ansonsten blenden wir das nochmal extra ein. 134,1. Ich dachte eigentlich, es werden mehr. Ab jetzt, Leute, ist Diät. Eigentlich war ja der Plan, mit der Oldschool-Diät zu starten. Und zwar sogar der veganen Variante. Leute, haltet euch fest. Aber hier ist immer noch so viel frisches, geiles Essen von Fitdays. Da dachte ich mir, das will ich auf keinen Fall wegschmeißen. Weil meine Frau ist ja vegetarisch. Und die isst es nicht. Und deswegen wird in den nächsten Tagen einfach getrackt. Natürlich auf genügend Eiweiß geachtet. Und die 3000 Kalorien werde ich mich aufhalten. Ja, bis das Essen alles. Und dann, oh Gott, Oldschool-Diät vegan. Meine Frau hatte die glorreiche Idee. Was machst du da? Ja, wisst ihr Bescheid. Schaut mal, hier sind noch die Reste. Ich habe gestern einiges weggefressen und versucht, die Vorräte aufzubrauchen. Jetzt ist hier, das hast du doch schon wieder neu gekauft, oder nicht, Schatz? Gestern, ich schwöre, ich habe die alle aufgegessen. Hundertprozentig. Das gibt's doch gar nicht, Schatz. Wenn jetzt hier wieder neues Eis drin ist, dann wäre ich richtig sauer. Alter, Schatz, was soll das? Das erzähl mir doch nichts. Ich hab das extra alles aufgegessen. Guck mal, das ist dein Eis hier. Das kannst du schön alleine essen hier, das Zeug. Hier steht sogar, schau mal. Hier steht sogar der Name drauf. Varinia. Du hast gesagt, du trackst ja. Ja, ich will tracken, aber ich will auch keinen Mist mehr essen. Erstmal, ich will keine Triggerfoods essen. Versteht ihr, was ich meine? Nichts, wo ich denke so, oh, da will ich jetzt mehr von haben. Weil nach einem Kilo Brokkoli denke ich ja nicht so, oh yeah, noch so ein Kilo, das wäre geil. Also keine Triggerfoods in den nächsten Wochen. Was ist los? Was? Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe gestern wirklich richtig reingehauen, wie ein Wahnsinniger. Es war trainingsfrei. Ich habe auf der Couch gelegen und extra alles weggegessen. Und dann kommt deine Frau und das Zeug ist am nächsten Tag wieder da. Und genauso funktioniert nämlich. Weil am nächsten Tag muss es ja dann wieder aufessen, damit es nicht mehr da ist. Ich habe es jetzt lange genug aufgeschoben, Leute. Corona hat mich übrigens richtig fett werden lassen. Ne? Ey, das ist jetzt mein Brust, als ich soll schon mal heißen. Ja. Gucken Sie da, pass auf, ich habe gerade einen Formcheck gemacht. Und das werde ich erst in 4 Wochen zeigen, damit ihr dann seht, wie krass viel schon passiert ist. Aber eine Sache muss ich euch zeigen. Die 2 Sachen, die mich an meinem Körper richtig stören. Mein großes, zu viel zu großes Geschlechtsteil. Stört sie auch immer sehr. Und hier meine Schwabbeltitte, die so ein bisschen, guck mal. Wie, als wenn man, ach, ist egal. Ja, pass mal auf hier, ich will das selber sehen, hier. Seht ihr das? Wenn die Haut zu dick wird, dann zieht es sich nicht mehr ab. Und dann wird das so eine, du bist so ekelhaft, das gibt's doch gar nicht. Und dann noch eine Sache. Dann hat er noch was. Ja, noch was sagst du so was? Ich zeig's euch, ich muss aber Kamera halten. Hier. Ja, greif richtig schön rein, ja. Die gute alte Büffelhüfte. Ich habe schon wieder Stressschweiß, Leute. Ja, das, so sieht es nämlich aus. Und das sind die Sachen, hast du gemerkt, das sind die Sachen, die mich momentan richtig ab so ein bisschen nerven, ärgern. Man kann die irgendwo verstecken, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf Bildern, auf Instagram, man will ja geil aussehen. Und 134 Kilo ist halt auch viel. Und deswegen treffe ich mich gleich mit Marc zum Training. So, tschakka. Wie man hier so alles trifft, Leute, ich sag's euch, ne? Hier fühlt man sich gleich irgendwie connected, ne? Das können wir hier mal getrost vergessen. Jungs, warum habt ihr nicht mit Johannes 20 bei Best Body Nutrition bestellt? Schön, dass du... Guck mal, da kommt er. Bist du ready? Ich bin ready. Aber du siehst gut aus. Du siehst... dünn aus. Nee, du siehst voll aus. Was hast du jetzt? Was trainierst du? Ah, ich sehe voll... Ich sehe mal Rücken. Was hast du? Frisch heute? Du kannst mit Cora noch pushen machen. Der kommt auch gleich. Wenn sein Aufwärmgewicht dein schweres Arbeitsgewicht sein wird. Und für Marc Lange gibt es die obligatorischen 85 Kilo. Ziel sind laut Plan 6 bis 8 Wiederholungen. 6 Wiederholungen. Ja. Also auf dem Muskeltrainer steht auf der ersten Übung 6 Wiederholungen. Genau. 1, 2, ab. Körperspannung und Technik schön sauber. Jawohl. 1, 2, volle. 3, atmen. 4, volle. Weiter. 5, push. Easy. Schub zum Kopf. Ein bisschen schief, aber ansonsten. Macht er gut, ne? Das mag ich ja. Tintin. Hi. Marc ist da hinten. Ne, hier ist. Guck mal. Da kommt er. Da ist er ja. Cora, du kommst ein bisschen später.
Ja. Aber besser später als nie. Ja, genau. Heute steht. Man hat sich gesehen. Was steht an heute? Push. Also Bandrücken. Schweres Bandrücken. Okay. Kannst du mich denn spotten, ja, ne? Ja, selbstverständlich. Was war denn? Servus. Alles klar, Mann. Wie geht's? Na? Gut, und dir? Gut, Digga. Gut. Geil. Du hast auch gut, hab ich gehört. Ja. Bruder, ich hab grad 160 gemacht auf Raps. Ich weiß, machst du 150, aber alles easy, Bro. Weißt du, alle fangen mal klein an. Weißt du? Mann, alter Kurier ist ja so ein bisschen. Deswegen macht er das. Hat er das auch vorher gemacht, damit er nicht so Depressionen bekommt. Nein. Connecting people heute. Gemeinsam ist man immer stärker. Immer besser dran. Das ist harte Arbeit. Das ist ja nicht so harte Arbeit hier. Brauchst du Manesa fürs Bankdrücken, ja? Ja, ja. Aber du reibst relativ breit, ne? Ja, das. Rutsch mal schneller weg. Das und heute ist es relativ warm und schwül. Deswegen ist es ein bisschen feucht alles hier. Ja, während die Jungs sich warm quatschen, mache ich mal zwischendurch noch einen Satz. Ich bin jetzt mittlerweile nach 10 Sätzen Latziehen hier beim Rudern angekommen. Ist aber noch leicht. Seit dem Kraft-Battle aufgehört, mit Zughilfen zu trainieren. Ich krieg Bock mehr ab, noch schwächer zu werden. Aber ohne Stopp. Also touch and go. Pass mal auf, Leute. Wir haben 130 Kilo gesagt, Sechser. Er ist jetzt schon bei 140 Kilo angelangt. Ne? 130 wurde einfach ausgelassen. Ja. Und jetzt? Jetzt mache ich touch and go, also ohne Stopp. Ohne Ablage braucht man nicht beim Weltkampf. Ist egal, braucht nicht. Also könnt ihr im Studio auf jeden Fall so machen. Einfach plumps runter, wieder hoch. Aber und macht das jetzt auch. Aber ich muss ehrlich sagen, das macht schon echt einen Unterschied. Aber so macht es mehr Spaß. Und Spaß ist die Hauptsache. In der Hauptsache, du machst beim Wettkampf hast auch richtig viel Spaß, ja, wenn du den Versuch ungültig kriegst. Zum Kopf, durch. Ich schaff's. Bruder, für den ersten Satz ist das schon mal das Muskelversagen ist da, Freunde. Ja, ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag, ist wie bei den Juniors. Ja. Ich hab ihn nicht mal gehört, dann musst du deine Atmung richtig nutzen. Ich muss die Schlange rauslassen. Die Schlange, Leute. Ja. Ich mach das ja nicht aus Spaß. Die letzten Monate habe ich einfach immer nur meine RAs reingekippt, ohne sie wirklich abzuwiegen. Es war immer nach Gefühl, aber jetzt muss ich natürlich abwiegen, weil ich tracke das Ganze, ja. Und ich habe vorhin auf der Waage geguckt, ein so ein Löffel hat genau 8 Gramm. Das heißt, ich habe jetzt schon meine 2 Löffel, habe ich genau 20. Ah nee, ich nicht. Siehst du, also es fängt schon mal an, ein bisschen komplizierter zu werden. Aber gut. Ja, Marc. Hab's gesehen. Hannes 20, nur bei Baseball in Nutrition. So weit gibt's bei Rocker nicht. Letzte Woche war extrem langsam runter. Kontrolliert. Und 2 Schub. Ja, aber scheiß auf die Kontrolle. Beim Wettkampf ist egal. Das letzte Stück aber dafür richtig unkontrolliert. Schau mal. Letztes Stück unten plumps. Zick. Jetzt nicht. Kontrolle. Super. Gut. Wie viel war das? Ich hab keine Ahnung, Alter. Sagen wir, das war 8. Ich sag, das war 7. Habt ihr gesehen? Richtiger Profi. Zack, und das letzte Stück. Genau das, was man beim Wettkampf da nicht haben will. Dass man diese Energie, die da unten entsteht, rausnimmt. Das stimmt. Darum geht's. Müsste mich eigentlich abgewöhnen, aber. Ja, müsstest du ja, aber wozu? Hast du ja noch 3 Wochen. Oh, Entschuldigung. Wir haben nur die 50 Kilo Kurzhanteln hier. Es wäre schon schön, wenn die 60er Hantel wäre. Ja, Dicks haben die. Nicht mal hier 110, 10er Serie machen und dann rumjammern, weil die Kurzhanteln nicht schwer genug sind. Also für mich, Koray, reichen die 50er aus. Ja, du machst als zweite Übung. Wie viel Wiederholung? 15 oder so? Das wäre viel zu viel. So 10 bis 12. Okay. Wenn du einen Ticken langsamer machst, kannst du die Kadenz ein bisschen, machst du ja eh immer so langsam runter, ne? Oh, immer ist er langsam, Muskelgefühl. Oh. Und jetzt mal schön tiefe. Komm. Full Range. Ach, deswegen ist es so leicht. Komm mal ein bisschen tiefer, komm. Dann hast du auch, ja, guck mal. Probier mal raus ein bisschen, mach mal unten mit Dehnung. Burschi. Ja, dann brauchst du auch nicht so viel Gewicht. Das ist besser, genau. Ach, guck mal. Das
Soll ich Fliegende machen? Was ist denn? Aber du sollst am Äußeren, aber du sollst die Bewegungsradio schön nach außen, dass du ein bisschen tiefer kommst. Ich bin richtig tief. Kannst doch hier wirklich ein bisschen weiter. Komm mal hier hin. Ja, okay, ich komm nicht mal da runter. Natürlich, mit genug Gewicht kommst doch du da runter. Aber du bist ja immer hier. Und dann hörst du auf, kannst du einen Langhantel nehmen. Hier mal richtig schön auseinanderziehen, Burschi. Da reicht doch das Gewicht, mein Freund. Und noch mehr Latzin. Latzin. Ohne Schwung. Wie soll das gehen? Ja, ich hole bewusst Schwung, Leute, und das ist nicht falsch. Man muss es nur können und gezielt einsetzen. Und dann noch Bizeps. Hey! Junge. Aber ihr seht, es hat sich gelohnt. Also seht ihr in 4 Wochen, wenn ihr den Formcheck seht. Aber Rücken ist auf jeden Fall richtig gut gekommen. Und es freut mich wirklich zu sehen, dass er einfach wirklich breiter geworden ist, weil somit die Taille auch schmaler wirkt. Denn die ist ja nicht wirklich schmaler. Noch ein paar Curls machen? Ja. Auf jeden Fall die dicken Arme. Komm, zieh mal den Arm hoch kurz. Damit ihr mal seht, das ist Qualität. Da sind Streifen. Warte mal, sag mal die Streifen da. Guck mal, wenn ich schon keine habe. Hier? Ja. Ist euch mein Kumpel eigentlich schon aufgefallen hier? Der hier? Der ist schon seit mehreren Wochen mit dabei. Also ich hoffe, wenn wir uns dann in 4 Wochen wiedersehen, das heißt in 4 Wochen, ihr kriegt ja regelmäßig Videos in den nächsten Wochen und könnt sowieso meine Veränderungen sehen, aber in 4 Wochen ist der hoffentlich weg. In 30 Tagen werde ich auf jeden Fall Diät machen, aber ihr kennt mich. Wenn ich einmal auf den Geschmack gekommen bin, ne, dann will ich mehr. Und die Hüfte, die muss auf jeden Fall weg da. Ich will meinen Rücken sehen. Ich will sehen, wie viel Fleisch ist denn jetzt wirklich da herangekommen. Ja, und bevor der Körperfettanteil nicht unter 10 ist, läuft ja auch nichts. Vielleicht machen wir auch eine Körperfettmessung. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt einen Daumen hoch. Ansonsten schaut bitte bei Corel84 vorbei. Ja, genau. 10 Jahre älter, einfach mal so. Und bei Marc. Ja, und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Fragen zu Oldschool-Diet oder so. Es steht einfach alles unten in der Beschreibung. Wir pumpen jetzt noch unsere Bizeps kaputt und sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Denkt an das Abo, Leute!